zeige Ihnen das mal gleich anhand eines Beispiels bei einer diskreten Zufallsvariable, die jetzt hier diese Realisation hat, 1, 2, 3 und 4. Das Beispiel kennen Sie von gestern. Das ist jetzt wieder dasselbe Beispiel. Ich skizziere jetzt hier nochmal. Ja. Es waren jetzt hier dann folgende Wahrscheinlichkeiten gegeben. Also das sind jetzt hier dann die Zahlen, die gegeben waren. Für die 1 war die Wahrscheinlichkeit 0,3. Für die 2 war die Wahrscheinlichkeit 0,4. Das ist jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Ja. Für die 3 war die Wahrscheinlichkeit 0,2 und für die 4 Wahrscheinlichkeit 0,1 und für den Rest halt sonst. Ne. Also der Rest ist jetzt hier natürlich 0. Und ich berechne jetzt mal den Erwartungswert der Zufallsvariable. Okay, das ist jetzt hier dann die erste Formel gewesen, ne? mit dem Erwartungswert. So, den Erwartungswert, also hier die Formel, die plotte ich jetzt hier nochmal. Das müssen Sie jetzt hier dann nicht nochmal abschreiben. Das haben Sie jetzt hier dann vorhin gesehen. Also was sagt mir, also ne? Wir haben jetzt hier dann die Realisation mal die Wahrscheinlichkeit der Realisation aufsummiert über sämtliche Realisation. Wir haben jetzt hier nur 4 Stück. Deshalb müssen wir jetzt hier auch nur eine Summe aus 4 Summanden bilden. Ne? Also ich fange mit der ersten Realisation an. Die erste Realisation ist die 1 mal die Wahrscheinlichkeit davon. Okay? Plus die zweite Realisation. Zweite Realisation mal die Wahrscheinlichkeit davon. Plus die dritte Realisation. Dritte Realisation mal die Wahrscheinlichkeit davon. Plus die vierte Realisation. Vierte Realisation mal die Wahrscheinlichkeit davon. Das war's auch schon. Ja? Mehr ist es nicht, meine Damen und Herren. Okay? Ja, also alle, also wenn Sie jetzt hier das dann nochmal sehen wollen, ja, die Summenzeichen über alle Realisationen, deswegen heißt es ja, ist das Summenzeichen über den Realisationen, ja, das heißt, das ist die Summe über alle Realisationen, ja. Hätte ich 5 Realisationen, hätte ich jetzt hier eine Summe aus 5 Summanden haben müssen und so weiter, ja. Und dann rechnen Sie das einfach mit dem Taschenrechner aus und wenn ich mich nicht verrechnet habe, da kommt dann 2,1 raus. 2,1 ist jetzt hier so der Erwartungswert dazu, was wir haben. Das war's. Okay. So, meine Damen und Herren, ja, also wie gesagt, sieht, also bei den Originalformeln sieht alles so kompliziert aus, aber eigentlich in der Anwendung ist es relativ easy. So, dann geht es weiter, meine Damen und Herren, ja, also wir berechnen jetzt hier auch die Varianz. Es gibt dann zwei Versionen, einmal mit der ersten Formel und einmal mit der Verschiebungssatz. Ich zeige Ihnen beide, ja, also die Varianz jetzt hier dann mit der ersten Formel ist jetzt hier dann wie folgt. Ich plotte jetzt hier nochmal die erste Formel hier dann oben, also was machen wir? Realisation minus der Erwartungswert zum Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit davon. Also mit der Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Realisation. Sie sehen jetzt hier in der Gleichung jetzt mal am Anfang. Also passen Sie auf. Varianz geht jetzt hier dann los. Ja. Ich nehme die erste Realisation, das ist jetzt hier dann die 1, minus der Erwartungswert, das ist jetzt hier dann 2,1, zum Quadrat. Hier sehen Sie die Analogie. Ich habe das jetzt hier markiert, was gemacht wird. Ja. Also 1 minus der Erwartungswert zum Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit der Realisation. Von 1 natürlich, ne? Das ist alles, okay? Dann die nächste, ne? 2 minus der Erwartungswert zum Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit von 2. Das sehen Sie dann hier auch, ne? Das ist jetzt hier dann eigentlich im Prinzip diese Vorgehensweise. Dann plus die nächste Realisation minus der Erwartungswert zum Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit der Realisation. Das ist die Wahrscheinlichkeit von der 3. Die 3 ist die nächste Realisation gewesen. Und dann habe ich jetzt hier nur noch die 4. 4 minus 2, also 4 minus der Erwartungswert, 2,1 ist der Erwartungswert zum Quadrat. Das ist also die quadrierte Abweichung der Realisation zum Erwartungswert. Und dann multiplizieren Sie das mit den Wahrscheinlichkeiten und dann summieren Sie jetzt hier dann diese Summanden über alle Realisationen auf. Das sind ja 4 Stück. Ja, dann war es das schon. Wir sind jetzt hier dann quasi durch. Ja, okay. Das ist jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Bei diskreten Zufallsvariablen war klein f, wenn Sie nochmal gestern in die Vorlesungsfolien schauen, bei diskreten war klein f die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Bei stetigen wird das sein die Wahrscheinlichkeitsdichte. Das ist nicht das gleiche, aber die gleiche Analogie. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier dann sozusagen bei den Stetigen bin, muss ich jetzt hier einfach nur die Wahrscheinlichkeitsfunktion durch die Wahrscheinlichkeitsdichte ersetzen und dann ersetze ich einfach die Summe durch ein Integral und dann war es das. Das ist die gleiche Analogie, damit Sie das hier nochmal sehen. Okay? So, wie gesagt, werden Sie auch gleich mal in den Beispielen jetzt sehen. Erstmal geht es ja darum, dass Sie dann die Summe verstehen. Also wenn Sie sowas dann sehen, dass Sie das verstehen. Hier steht die Wahrscheinlichkeitsfunktion bei diskreten. Bei stetigen wird das die Dichtefunktion sein. Okay? So, meine Damen und Herren, dann sind wir fertig und dann geben Sie das in den Taschenrechner ein. Das ist jetzt hier ein Taschenspielertrick und dann, wenn ich mich nicht verrechnet haben sollte, kommt dann jetzt in dem Fall dann 0,89 raus. Ich habe das versucht nachzurechnen. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich mich nicht verrechnet habe. Ja, was sagt mir das? Sagt mir gar nichts. Ja? Die Standardabweichung, die sagt mir was. Aber jetzt die Varianz nicht. Das ist jetzt quasi nur die Vorbereitung dafür. Aber die spare ich mir jetzt. Ne? Es geht jetzt hier dann erstmal um die Anwendung. So. Dann gibt es jetzt hier noch den Verschiebungssatz. Das tue ich mir auch nochmal an. Also das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, jetzt hier dann die Varianz mit dem Verschiebungssatz auszurechnen. Meine Damen und Herren, jetzt schon die Information, da kommt genau das Gleiche raus. Also ob Sie das jetzt hier mit der ersten Formel machen wie vorher oder ob Sie es mit dem Verschiebungssatz machen, es spielt überhaupt keine Rolle, wie bei der empirischen Verteilung auch. Okay? Hier ist nochmal die Formel für, letzten Endeffekt für den Verschiebungssatz. Erwartungswert des Quadrats minus
Quadrat des Erwartungswerts. Ich wiederhole, Erwartungswert des Quadrats minus Quadrat des Erwartungswerts. Wie berechnen Sie den Erwartungswert des Quadrats? Also diesen Teil jetzt hier dann, ne, jetzt hier dann von der Formel. Nun, Sie nehmen jetzt hier dann die jeweiligen Realisationen und quadrieren es. Ne, also die erste Realisation quadriert, ne, das steht ja hier, mal die Wahrscheinlichkeit der Realisation. Das ist jetzt hier dann die Realisation Nummer 1. Dann, die, ne, dann plus, dann die zweite Realisation, ne, das steht ja hier, zum Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit der Realisation. Das ist jetzt hier dann 0,4. Plus die dritte zum Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit davon. Plus die vierte zum Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit davon. Das war's schon. Also das ist jetzt hier dann der Erwartungswert der Quadrate. Ne? Also wir hatten es hier dann von den Erwartungswert von den normalen Werten berechnet, jetzt haben wir den Erwartungswert der Quadrate berechnet, sehen Sie ja hier. Und da sind wir noch nicht fertig, weil da müssen wir noch abziehen, das Quadrat des Erwartungswerts. Das Quadrat des Erwartungswerts, Erwartungswert war 2,1, dann ist das Quadrat davon 2,1 zum Quadrat, da kann ich das hier später nochmal ausrechnen mit dem Taschenrechner, ich kann das aber schon mal so dann hinschreiben, ja, und dann, wie gesagt, bin ich dann durch, ja, weil das war es eigentlich schon mit der Varianz und ich glaube, dass es für die meisten mit dem Verschiebungssatz dann doch leichter fällt, ja, weil ich habe jetzt hier weniger Klammerchen oder so, ja, also das ist jetzt übersichtlicher, bla bla bla, also wie gesagt, ich ziehe meistens den Verschiebungssatz vor, aber Sie können natürlich auch die erste Formel nehmen, ja, und dann habe ich jetzt hier dann 0,89 heraus, genau dasselbe, ja, sonst wäre das jetzt hier nicht das